Kinders, der Magel hier von Halloween, der Bassspieler und von meinem Bass Invaders Kumpel Tom, Onkel Kumpel Tom, habe ich ein schönes Geschenk erhalten. Eine Box mit viel, viel Musik aus den frühen Jahren, den Jahren dazwischen und den Jahren in der Zukunft. Liebe Kinder, es weihnachtet sehr und darum habe ich von Onkel Tom ein schönes Geschenk bekommen. Ich werde es jetzt entpacken, entboxen und dann mal sehen, was mich Schönes erwartet. Ne? Erstmal genehmige ich mir ein. Prösterchen. Guter Tropfen. Ich habe ein schönes Geschenk. Räumt meine Frau nachher auf. Hoffentlich hat sie das nicht gehört. Ich fange an. Zack. Oh. Das Ganze kommt so. Ne? Wir nehmen es aus der Packung. Was denn? Ihr blöden Schweine, habt ihr mir eine Rechnung dazu geschickt? Ich denke, das ist ein Geschenk. Du musst das nachher wegräumen, ne? Okay. Wir machen weiter im Takt. Prösterchen. Wie gesagt, es weihnachtet sehr. Sodom. 1000 Jahre schon im Geschäft. Genau wie wir. Wenn diese Pandemie nicht wäre, dann hätten wir uns bestimmt zwischendurch bei Festivals mal gesehen. Und außerdem müssen die Jungs von Sodom müssen mich mal wieder einladen auf ein Festival, wenn sie mal wieder Likörchenwoche haben, ne? Kann ich mich noch dran erinnern. Bei der Likörchenwoche habe ich sie mal getroffen. Und dann gibt es ein schönes Likörchen. Okay, haben wir das schon mal entpackt. Sieht schon mal gut aus. Kann man schön hinstellen. Ah, hinten ist auch noch was. Siehst du? Da haben wir auch noch was. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das sehen? Ja, könnt ihr. Ihr seid doch nicht doof, ne? Ihr seid doch nicht so blind wie ich, ne? Okay, machen wir weiter. Das Boxset. M16 Special. Exklusive Musik drin, das werden wir ja dann sehen. Ne? Wir entpacken weiter. Eieieiei. Es geht los. Ah ja. Es geht ja auch um Agent Orange und um so eine Geschichten. Das ist bestimmt hier so ein Bundeswehrding, was die Soldaten immer am Hals haben, wenn sie mal einen Volltreffer abkriegen, kann man das irgendwie, glaube ich, abmachen und der Familie schicken. Liege ich da richtig? Ich als Zivildienstleistender weiß immer nicht genau. Ist irgendwie, glaube ich, so. Ne? Aber da sind die Daten drauf. M16 Special, bla 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 und so. Ein Schmuckstück. Ja. Das war anstrengend. Das macht durstig. Okay, weiter geht's. Was haben wir noch? Ist das eine Taschenlampe? Nee, a Bullet. A bullet to your head. A bullet to your head. Da hat bestimmt noch was, das hat bestimmt noch was auf sich. Eine Sodomkugel. Ist das eine 45er? Nee, eine M16. Aua. Wenn die trifft, dann sitzt sie, würde ich mal sagen. Da kann man aufschrauben, Kinder. Liebe Kinder, ihr könnt hier noch was wissen. Ah, geil, USB-Stick. Das kann immer gebraucht werden. Das ist eine geile Idee. Cool, wie viel Giga hat denn der
Ja, ich würde mal schätzen 16, ne? M16, dann müsste er auch vielleicht 16 Giga haben. Das ist cool. Sehr nettes Design, gut ausgedacht. Zum Anhängen. So. Unter dem. Du kriegst eine 45er Kugel unter dem Weihnachtsbaum. Aber das ist Toms Humor, ne? Ich liebe ihn. Kann man damit noch was anstellen? Nö, Verpackung, ne? Doch, da können wir unsere Halloween-Sachen drin verpacken und weiterschicken. Recycelt. Das war wieder anstrengend. Prost. So, wir packen weiter. Ein paar kleine Gimmicks. Soll ich die mal nacheinander rausholen? Haben wir hier eine Platte. Da hast du das. The Saw is the Law und. Schöne Sache. Platten sind aber gut. Nun habe ich mein. Hat die vielleicht auch eine schöne Farbe? Nee, schwarz. Da habt ihr es. Ja. Auch nicht uncool. Schwarz. Geht immer. How more black can it be? Schwarz, schwarz auf schwarz. Moment. Ich pack's wieder ein. So umgedreht, ne? Ja, Nummer 1. Die Rückseite. Da habt ihr das. Das erste Special. Wir legen es zu den anderen Geschenken. Habe ich ein Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Weil die ja nachher alles aufräumen muss. Was haben wir noch? Das Cover ist ähnlich. Agent Orange, Code Red. Der Wachturm, M16. Und. Jupp, das Hedwig Dad. Liebe Kinder, das packe ich jetzt unter meinem Weihnachtsbaum. Jo, was haben wir denn noch so? Da ist noch einiges drin. Jetzt kommen wir mal zu einem kleinen, leckeren Special. Ja. Toll, ne? Jetzt könnt ihr mich nicht sehen. Jetzt ja. Aber ist es dafür gedacht? Nein, ist es nicht. Aha, da haben wir es. Schickes Poster mit einem Dogen. Ist auch sehr, sehr, sehr schmückend für einen Weihnachtsbaum. So zu Weihnachten, ne? Born to Kill und so. Wenn der mal nicht die eine Kugel mit abgekriegt hat. Aber das dürfte dann schon etwas länger her gewesen sein. Gut, das kommt noch dazu. Klar. Ab an die Wand. Kriegt auch mal eine Frau zu Weihnachten. Das muss ich mir erstmal noch einen Löwen nehmen. Das ist echt anstrengend, kann ich euch sagen. Raus. Und wir fahren in einen Ford. Oh, wir haben noch die dritte. Die dritte Platte. M16, das Poster in Plattenform, ganz, ganz geil, als Clubcover, stehe ich auch immer drauf, haben wir auch gemacht bei den Keepers, Clubcover sind immer gut, da sind sie doch, die Bubens, so sehen sie aus, ne, sag mal, das sind Soldaten, die gehören mal zum Friseur, ne. So eine Frisuren sind doch gar nicht mehr erlaubt, oder? Bei der Bundeswehr, wenn ich mir das so genau überlege. Okay. Ach, kommt hier die das Kätzchen. Da kommt das Kätzchen wieder vor. Hoffentlich kommt nicht gleich die Kugel auch noch geflogen. Jo. Weiter im Takt. Ein bisschen weit haben wir noch. Ich dachte, das wäre noch eine LP, aber ja, jetzt kommt's. Ein schönes Buch.
Ja. Ne? Camouflage natürlich. Passt zum Rest, passt zum Konzept. Hinten auch. So, ne? Guck ich mir da mal ein bisschen was an. Viele Bilderchen. Oh, da fahren sie harte Geschütze auf. Jupp. Na, ob die wirklich da waren? Ja, ja. Der Vietnamkrieg, ne? Haben sie den sich vorgenommen und darüber geschrieben. Wusstet ihr eigentlich, dass die Deutschen damals Baustoffe, Baugeschichten für Agent Orange mitgeliefert haben? Zwar keine Waffen, aber doch Teile für bestimmte Gifte und Dinge, die auch mit dazu geführt haben, dass alles so schrecklich geworden ist. Ja, ja. Oh ja. Haben sich aber kostümiert. Also eine Menge Bilder habt ihr. Ne? Und Store. Die Jungs im Urwald, die Jungs beim Grillen, die Jungs in Uniform. Ist da auch ein Bild von der Likörchenwoche? Nee, wa? Oh, da. Hier, taufrisch die Jungs, taufrisch, wie immer. Und all der ganze Kokolores hier, ne? Jo, genau. Hätte ich auch gemacht. Wenn man schon mal da ist, macht man ein paar geile Bilder, ne? Und ein Buch draus. Oh, das scheint mir beim Konzert gewesen zu sein. Schwitzend und stinkend und nach Bier und Zigaretten riechend. So soll das sein. Wat Arun? Wat nun? Wat nun? Wat nun schon wieder? Wat Arun schon wieder? Ja, und so geht das weiter. Bilder, Bilder, Bilder. Interessant. Und dann steht sehr viel Text zu den Geschichten, zu der Reise, zu dem Whatever. Ja, hier wieder taufrisch, gerade aus der Dusche. Nee, schwitzend. Schwitzend aus der Dusche. Ja, ja, Rock'n'Roll muss stehen, ne? Und im Urwald bleibt man ja auch nicht gerade sauber. Okay, erstmal. Aber haben sie doch echt einen alten Panzer aufgetan, oder? Oder ist das ein Pappkamerad? Okay. Kommt auch unter dem Weihnachtsbaum. Ne? Würde ich sagen, für einen Fan eine geile Sache. Viele Bilder, viele, ich weiß nicht, sind die Remix, die Songs oder was? Und ist das alles nochmal neu durch die Masternudel gegangen oder was? Auf alle Fälle für einen Fan ist das doch geil. Schnitzel in der Ecke, hast immer Ruhe. Da hast du was. Ne? Da trinke ich noch einen Lütten drauf und dann kriegt ihr gleich noch ein ganz abgefahrenes Special von mir. Schon wieder alle. Egal, gibt es eine neue. Und ich habe mir was ausgedacht. Ich hoffe, das gefällt euch. Prost und viel Spaß mit dem Boxset. Sehr geiles Fan-Item. Tschüss.